Da wären wir am Rakur-Schrein. Willkommen zurück zu Breath of the Wild, meine lieben Freunde und Freundinnen der anonymen Unterhaltung. Und bevor ich hier reingehe, fällt mir ein, ich muss ja noch die Waffe aus der letzten Folge fotografieren. Denn die scheint mir neu zu sein, ja. Haben wir so tatsächlich noch nicht gesehen. Ein Eisgroßschwert. So, fotografiert ist es. Und damit würde ich sagen, geht's hinein in den Schrein. Ich sehe Laub auf der rechten Seite zusammen mit Feuer. Überall hängt Laub. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Rakur. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Der Durchbruch! Im Rakur-Schrein. Der Durchbruch. Okay, dann würde ich sagen, tun wir das Offensichtliche. Dann fackeln mal das Zeug hier ab. Das ist jetzt nichts Neues, das haben wir schon öfter gesehen. Ah, ist das hier gleich der Durchbruch? Oh, dich haben wir schon wahrscheinlich ganz oft fotografiert mittlerweile. Hä? Und nimm dies! Er droppt uns eine Wächterlanze. Und ein paar nette Items, die haben wir auch schon fotografiert. So wie ich es mir dachte. Habe ich ein Masterschwert gerade? Ja. Warte, nein. Ich versuche mit den Strahlen das da oben kaputt zu schlagen, aber... Ha. Wieso mache ich das eigentlich so umständlich? Ich könnte doch auch einfach... So. Perfekt. Ich habe zwar nicht gedacht, dass das gleich zerbrochen wird von der Rampe, aber okay. Ha. Nein, ich will eine andere Waffe ausrüsten. Nämlich dich. Damit wir mal wieder ein paar Waffen kaputt machen. So, er lässt uns auch eine Wächterlanze. Was war das gerade rechts im Bildschirm? Er lässt uns auch eine Wächterlanze fallen. Und hier sehen wir, wo es weitergeht gewissermaßen. Okay, der Schrein ist irgendwie ziemlich verwinkelt, wenn ihr mich fragt. Und der erste Raum wirkt immer noch für mich ein bisschen so, als wären da ein paar Geheimnisse. Vor allem, weil hier dieses Gitter noch nicht hochgegangen ist. Ich werde mal ein bisschen rumfackeln hier. So, einmal hepp und einmal... Wisst ihr was, wir haben Feuerpfeiler. Einmal hepp. Da hängt eine Kiste, oder da ist eine Kiste. Sie steht herum, sie hängt nicht. Hier ist eine Türe mit einem Schlüsselloch. Ich schätze mal, wir müssen uns irgendwie aus Metallblöcken eine Leiter oder einen Turm bauen, um da hochzukommen. Hier hätten wir schon mal einen ersten Metallblock. Ich werde ihn mal mitnehmen. Schaden kann er wohl kaum. So, hier wäre er. Aber wie hilft uns das weiter? Wie und wo hilft uns das weiter? Muss man irgendwie da hochkommen vielleicht? Das wäre etwas, was ich mir vorstellen könnte. Dann nehme ich mal diese Kiste und stelle sie an einen möglichst nützlichen Ort. Ich meine, das tue ich immer, aber jetzt im Sinne von möglichst nützlich, dass ich da hochkomme. Vielleicht so und... Was tust du, Link? Nicht da runterrennen. So. Ich kann sie noch ein bisschen mehr in die Richtung schieben. Na. Rüber. Oh, warum ist er nicht gesprungen? So.
Genau das Wort. Was tut der Junge eigentlich? Jetzt laufe ich hier schon zum wievielsten Mal hoch? So. Ja, genau das solltest du tun, von Anfang an. Und jetzt... Diagonalsprung! Ah, verdammt. Okay, irgendwas sagt mir, das ist so nicht gedacht. Wenn, dann wäre es merkwürdig. Ich schaue mich mal ein bisschen um und schaue, was ich komme. Okay, gar nicht allzu lange Zeit später ist mir aufgefallen, dass ich diese Fässer hier anfackeln kann. Mit einem Feuerpfeil. Und, nun. Da hätte ich auch früher drauf kommen sollen. Aber wie hätte ich das jetzt machen sollen, wenn ich keine Feuerpfeile dabei gehabt hätte? Das verrat mir mal jemand. Kleiner Schlüssel, den suchen wir. Ist aber nicht die einzige Truhe in diesem Dungeon. Denn hier steht noch eine. Die auch magnetisch zu sein scheint. Erzbohrer. Dieses Werkzeug haben die Goronen aus verschiedenen anderen Metallteilen zusammengesetzt. Der Bohrkopf ist stark genug, um auch hartes Erz zu durchdringen. Ich weiß. Moment. Was werfe ich denn dafür schon wieder weg? Okay, den haben wir jetzt eine Weile lang benutzt. Dann werfe ich den einfach mal weg. So. Sonst noch irgendwas hier? Ich habe eine Idee, Moment. Das Lustige ist, diese Metallkiste hätte man auch hier über diese Mauer bringen können, schleudern können und dann darunter. Dann wäre die in diesen Raum gerutscht, wo die Fässer auf dem Schalter standen. Und man hätte die mit der Metallkiste wahrscheinlich runterschieben können, diese Fässer. Ziemlich interessant. So hätte man das scheinbar dann ohne Feuerpfeile lösen können. Okay, ansonsten sehe ich hier aber gerade nichts mehr. Also, tun wir das, was der Palast will. Nämlich den Schlüssel hier reinstecken. Hurra. Und damit sollte es wohl auch gewesen sein schon. Sollte es das wohl auch schon gewesen sein. Ich sehe hier keine weitere Kiste. Ich könnte auch mal auf der Karte schauen, natürlich. Ja, wir scheinen alle Kisten zu haben für die Gegend, für diesen Schrein. Dann nehmen wir mal unsere Belohnung entgegen und... Ich würde vorschlagen, wir upgraden noch gleich unsere Ausdauer. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Und da kommt es hier rüber geflogen. Ja, der Schrein war kreativ. Durchaus. Es war mal ein Schrein, der einen Schlüssel verwendet hat. Das passiert nicht oft. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Schlüssel sieht man in diesem Spiel leider viel zu selten. Vor allem dafür, dass es ein Zelda ist. So, diese Waffe werfe ich natürlich auch gleich mal weg, um sie zu fotografieren. Es ist der Erzbohrer. So, der irgendwie ganz schön groß ist. Wie kriege ich denn jetzt hier aufs Bild? So. Sieht gut aus. Man sieht zwar kaum was von der Waffe, weil die Beleuchtung ein bisschen dumm ist. Huch, was war das für ein Ton, den ich da gerade gehört habe? Ich wollte die Stamina einlösen. Problem ist, ich habe hier auch noch einen Krug markiert. Wüsste aber gerade nicht, wie ich den hole, immer noch. Hatte irgendwas mit Wind zu tun und deswegen gehe ich mal ins Dorf der Orni und dort holen wir dann die Stamina, die Ausdauer. Der Akkuwaterschrein. Warum ich ins Dorf der Orni gehe, ist... fragt sich vielleicht der ein oder andere. Ganz einfach, weil es mir hier sehr gut gefällt. Muss ich sagen. Wirklich. Ich weiß nicht, ob besser als bei den Zoras. Vielleicht, vielleicht. Also auf jeden Fall sehr schön hier. So.
Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich erbitte Ausdauer. Ja, so sei es. Ich habe auch nachgeschaut in der Zwischenzeit. Es sind Fünftel Ringe, die man bekommt. Das heißt, wir haben jetzt ein, zwei Fünftel an Ausdauer. Bringe den Frieden zurück nach Hyrule. Werde ich versuchen. Oder? Sieht das nach einem Fünftel aus? Ja, es ist schon ein Fünftel. Sagt zumindest die ganze Welt, also werde ich dem auch mal glauben. So. Noch irgendwas, was ich machen kann? Ich kann den Erzbohrer versuchen, ein bisschen aufzubrauchen. Oh, da habe ich aber eine Idee, wo ich das mache. Da gehe ich mal wo ganz anders hin, nämlich hier runter. Zu den Zwillingsbergen. Denn da habe ich ein bisschen was entdeckt. Und jetzt habe ich mich an den falschen Schrein teleportiert. Ja, verdammt. Moment. So, ich wollte dann den. Oben. Jetzt bin ich am richtigen Schrein. Naja, gewissermaßen. Denn ich habe gesehen, dass es hier so Pfade gibt am Rand. Und da steht gerne mal viel Erz rum. Das werde ich jetzt noch farmen. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder bei einem weiteren Schrein. Also, ich wollte das noch demonstrieren hier, so. Okay, der... Wow. Braucht man mit der Waffe wohl nur einen Schlag für diese Erze? Ist das so eine Spezialeigenschaft von der? Hm. Das muss noch näher erkundet werden. Moment. Tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen, ich baue mal diesen ganzen Berg hier ab, ne? Im Minecraft-Style. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder bei einem weiteren Schrein. Bis dahin, tschüss Leute, haut rein. Euer Anonymous.